Oh, 95,7. Starkes Kampfgewicht. Licht ist hervorragend, so ist es gut. Und meine Frisur sitzt auch richtig gut. Welcome back, meine Freunde, zu einem weiteren Bulk-Vlog von mir. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ihr seht mich gerade beim Frühstücken. Und zwar sitze ich jetzt heute im Wohnzimmer, habe mir jetzt gerade meinen Tapir-Cake gemacht. Der sieht so löcherig aus, weil ich da diese dinkelgepufferten Flakes reingetan habe. Ich experimentiere gerne so ein bisschen, weil mir das echt mittlerweile ein bisschen langweilig wird. Ja, das gleiche Essen wird irgendwann langweilig. Aber es geht schnell, es ist effektiv und das ist alles, was, ja, was ich brauche am Morgen. Zusätzlich esse ich das mit ein bisschen Peanut Butter und etwas Ahornsirup. Also, ne? Diabetes willkommen. Ja, ich muss mir auf jeden Fall was anderes ausdenken. Zusätzlich natürlich immer noch meine Supplements. Das Jomo, nochmal zum Jomo-Test, teste ich seit 3 Wochen durchgehend. Ich kann noch nichts stark Bemerkbares beurteilen. Dann warten wir erstmal ab. Kreatin, Zink und Vitamin D. Dann steht heute auf dem Plan. Und zwar kommt der Arne wieder aus seinem 3-wöchigen Urlaub mit seiner Frau, der lieben Julia. Und ich hole die beiden heute ab. Denn ja, er hat Geschenke mitgebracht. Das heißt Geschenke, ich habe mir was bestellt quasi. Ich freue mich tierisch. Ich zeig's euch. Ihr könnt raten, was er mir aus Amerika mitbringt. Es fängt mit N an und hört mit E auf. Schreibt's in die Kommentare, wie auch immer. Also ich hole ihn ab, dann nehme ich ihn natürlich mit. Dann später geht's ins Gym. Ich weiß nicht, ob die Jungs oder welche Jungs mitkommen. Es könnte sein, dass sie ein bisschen eingeschnappt sind, weil ich gestern eigentlich mit denen, also wir haben heute Samstag, gestern eigentlich mit denen auf Party gehen wollte. Und dann haben wir so lange rumgegammelt, haben gegessen, haben den neuen Opti-Grill probiert, also mit Oskar und Eugen, dass ich am Ende so tierisch unmotiviert war und richtig müde, ja, dass ich dann gesagt habe, boah, Jungs, geht bitte alleine, seid nicht böse auf mich, aber ich habe keinen Bock, euch die Party zu versauen und bin dann doch zu Hause geblieben. Ich glaube, das hat denen nicht so gefallen. Wie auch immer, apropos Opti-Grill, ich wollte dir letztens vorstellen, habe ich auch aufgenommen, aber die Aufnahmen waren so grottenschlecht. Normalerweise mache ich ja wirklich One Cut. Die konnte ich euch nicht antun. Aber hier nochmal kurz zur Erklärung. Ich habe ihn getestet, somit kann ich mehr sogar schon dazu sagen. Das ist der Grill, den mir die Jungs geschenkt haben, zu meinem Geburtstag. Super einfach pflegeleicht. Hier ist eine Schale zum Ablauf von Öl und die ekligen Kram. Die Platten kann man hier abnehmen. Das Geile daran ist, also man schaltet den quasi ein, drückt das Programm. Bei uns war es mariniertes Hähnchen. Da, Hähnchen, okay. Er wärmt vor, piept, wenn er fertig ist. Dann tut man das Fleisch quasi rein, packt das Ding drauf. Der Grill misst quasi die Dicke des Fleisches selber und variiert halt ein bisschen noch die Höhe nach. Dann wartet man eigentlich nur noch, bis der piept, dass es fertig ist. Also der piept, 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 fertig. Und dann irgendwann hört man aus der Küche, jo, Fleisch ist fertig, ready, rausholen. Es sah so geil aus, das Fleisch. Es hatte richtig diese, ja, diese Einkerbung hier. Ja, es hat nicht dran gehaftet, also hat nicht dran geklebt. Die Beschichtung ist echt stark. Tefal ist ja eine bekannte Marke. Wie gesagt, die Platten kann man abnehmen zum Reinigen, habe ich schon gemacht, wobei nicht ganz richtig, so wie ich gerade hier so sehe. Und ja, kann ich wirklich empfehlen vorerst für Hähnchen. Sehr geil, geht wirklich vollautomatisch. Dann gab es dazu sogar noch so ein Kochbuch. Also stehen noch mal Rezepte und alles Mögliche dran. Wirklich so ein, guck mal, so ein richtig dickes Ding hier. Ja, jeglichen anderen Kram, Bedienungsanleitung. Was ist das hier? Garantie, Aufkleber für die Anzeige hier. Alles verschiedensprachig quasi. Blutig, Medium. Genau, das ist nochmal Dänisch. Englisch ist hier drauf und hier Deutsch, aber Englisch sollten wir hinbekommen. Ja, kann ich wie gesagt jedem empfehlen, diese Gerät. Der Gerät macht sehr gute Essen, hat sogar Auftaufunktion. Man kann richtig geile Sandwiches mitmachen. Apropos Sandwiches. Oh shit, ich weiß, was ich mir heute mache. Sandwiches. Sandwiches, Würstchen, Fleisch, Fisch,
Burger Patties und man sieht hier Automatic Sensor Cooking. Ey, ich find's geil. Ich hab's gestern so krass gefeiert und Oskar und Eugen, die fanden es auch überragend. Von daher, ich zeige dir nochmal einen Live-Test, vielleicht sogar heute. Vielleicht probiere ich es mal wirklich mit dem Sandwich aus. Futter jetzt erstmal alles in mich rein und schalte dann nochmal ein, denke ich, wenn es losgeht zum Flughafen. Denn bis dahin wird erstmal nichts Spannendes mehr passieren. So, ich sitze im Fahrzeug, bin jetzt auf dem Weg zu Arne. Einkaufen war ich, aber vor lauter Zeitdruck konnte ich euch den Einkauf nicht zeigen. Aber ich zeige euch später, was ich so gekauft habe. Wobei das allen nicht allzu wichtig ist. Es ist eher wichtig, was ich damit machen will mit meinem neuen Opti-Grill. Denkst du, Infinity-Link findet ihr in der Beschreibung. Und habe mir aber trotzdem was eingepackt zum Futtern, denn ich habe Hunger. I'm hungry. Hier unten habe ich einen Shake und direkt daneben die Bananen, die zwei. In dem Shake befindet sich 10 Gramm Aminos von ESN. Cola-Geschmack sind in Ordnung, wenn man die richtig anmischt. Ansonsten schmecken die grauenvoll. Sehr intensiv und sehr stark. Habe ich zum ersten Mal getrunken, waren die zu stark. Aber auf 500 Milliliter 10 Gramm sind optimal. Schmecken so ganz leicht, noch wässrig, haben so einen kleinen Cola-Nachgeschmack. Das ist in Ordnung. Back im kalten Germany. Oh, warte. Ich helfe euch nicht. Jetzt wirst du überfahren. Ich will nicht gefilmt werden. Echt? Alter, Kälteschock. Kälteschock. Oh. Alter. Es geht, Babo. Ist klar. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön, Dankeschön. Julia ist fertig. No cameras. Sie sitzt sowieso hinten. Das passt. Ich habe extra ein bisschen freigeräumt, damit du mehr Platz hast. Top. So, erstmal einpacken. Moin, moin, in Hamburg, aus Hamburg. Im kalten Hamburg. Im kalten Hamburg. Dank uns sitzt der Tapir hier so richtig im. Ja. So ganz weit vorne, so Oma-Style. Aber warte mal, ich muss rechts, ne, glaube ich. Ja. Ja. Und wir haben gerade angemerkt, dass es hier extrem. Cooles Eis ist. Cool ist. 9,5 Grad. 9,5 Grad. Ja. Was hatten wir zuletzt? 35. Echt? 35. So viel, LA war extrem heiß. Ich dachte, so auf 30 hätte ich so 25 Nein, geschätzt. Das war richtig heiß. LA hatte, die haben eine Hitzewelle. Noch überall Waldbrände und so. Heftig, so richtig krass. Schlimm, ja. Ja, wann ist denn bei den Winter? Dezember? Gibt's nicht. Gibt's nicht mehr. Echt? Gibt's nicht mehr. Die hatten ja also immer noch Herbst. So. Sowas ist nicht gesund. Für die Welt, glaube ich. Das ist nicht für die nicht gesund, für uns nicht gesund, aber. Ungleich. Was soll's? Ja. Naja, aber trotzdem. Wie lange habt ihr jetzt wach gemacht? Jetzt ist es 6 Uhr, jetzt würden wir normalerweise aufstehen. Echt? Also quasi einen Tag durchgemacht. Scheiße, wie lange braucht man vom Jetlag? Eine Woche, bis ihr wieder klarkommt? Ja, je nachdem, was man jetzt macht. Jetzt, wenn du jetzt durchziehst, ja. bis 20, 21 wir Uhr, nee, nächste. Und durchhältst, dann geht das so 4-5 Tage. Wenn du jetzt ein Knicks ja. und sagst, oh, ich bin so tot, ich gehe ins Bett, ich schlafe, dann bist du richtig tot, dann hast du ja. richtig verloren. Nein, du musst einfach nur arbeiten gehen, dann ist es nach 1-2 Tagen gut. Genau, und was mache ich morgen als erstes? Ja. Arbeiten. Cardio. Cardio. Ja, du musst morgen wirklich arbeiten. Ich muss morgen wirklich arbeiten. Wir haben mich schon für verrückt erklärt. Aber ja, ist schon. Also direkt auf den Sonntag wieder, ne? Direkt auf den Sonntag wieder, Scheiße. Muss wieder gruselt werden. Da muss ja, wieder Geld ja. reinkommen, ne? Das war ordentlich, du. Mit wie viel Koffer seid ihr gekommen? Mit einem mehr jetzt? Nee. Aber der war ja schon relativ leer. Okay. Der war ja relativ leer. Gibt's ja keine Kontrollen, wo die dann wirklich sagen, so lang, okay, gut, das sehen die ja nicht, wie lange man da war. Die standen ja da gerade. Die standen da. Das Gute ist ja, wenn du aus Frankfurt kommst, dann wissen die ja eh nicht, wo du herkommst. Ja. Hm? Also kommst du in Hamburg, kommst du nie direkt in so einem Interkontinentalflug an. Das ist eigentlich easy. Wurden wir schon mal irgendwann mal im Zoll angehalten? Nee, ne? Nee. Wir haben uns ja mal gefragt.
selbst. Haben wir Nein gesagt. Ja, aber ich kann sagen, können die sowieso nicht nachweisen. Ne? Alles meine Schuhe, ich bin Liebhaber oder keine Ahnung, alles meine Shirts. Ich glaube echt, wenn es um so ein paar Nikes geht, da gucken die einmal rein und sagen, ja, geh weiter, ey, ganz ja, ehrlich. Gucci, Prada 1, 2, 3. Bis 400 oder nicht? Ach so. Ja, 450 Euro hat jeder, freie Menge. Ne? Überleg, fahren wir geradeaus und wenden oder fahre ich irgendwie links? Ich fahr weiter geradeaus einfach. Ja? Ja, ich sag dir Bescheid, wenn du links, wenn du links fährst. Sexy, ihr seid also kaputt. Sieht man das? Nein, du siehst eigentlich relativ frisch aus. Ja, ist das blühende Leben? Ja, echt? Ja, meine Augen sind total gut. Ja gut, das sieht man jetzt nicht. Aber ich, die Bräune macht es. Das macht die Bräune. Ja, dann sieht man ein bisschen nach Leben aus. Auf jeden Fall was essen erstmal. Schon wieder Nomel. Nomel. Obwohl, wir in Amerika jetzt, in L.A. haben wir gar keinen Müll gefressen, ne? So viel? Nee. Auf Hawaii haben wir echt viel. Da war echt Aspartam for life. Das hat er aber echt gemerkt. Meine Haut war wieder extrem schlecht nach einer Woche. Richtig, ne? Was das aus? Richtig extrem rausgekommen über die Haut. Krass. Dann habe ich in L.A. halt keine Diätdrinks mehr genommen. Also keine Diet, so ganz wenig. Ja. Dann ging das wieder, oder? Ja, du konntest aber auch die Bettwäsche nicht ab. Ja, das auch. Auf jeden Fall haben wir deine Schuhe am Start. Oh geil, Alter. Die haben wir gerade so durch den Zoll gekriegt. Gerade so. Und dann noch unterm unteren Mantel. Ja. Die haben schon gedacht, die Schuhe, Alter. Ich hoffe, das passt. Wenn, ja, ich hoffe das, auch. Das ist hart gepecht am Verkaufen. Oh, da wohnen wir. Ja. Da wohnen wir. Ciao. Wir fahren weiter. Das ist voll scheiße. Ich kann hier wenden gleich. Ne? Ja, genau. Na gut, danke. Okay. Müsste passen. Reicht das? Ja! Ja! Wir uns gleich mal wieder. Bumm! Wieder zu Hause angekommen. Und ja, die Treter habe ich an. Die neuen Fly Knights. Problem ist leider nur, ich zeig's euch mal. Geil sehen die aus, ohne Frage. Die sehen obergeil aus. Und fühlen sich auch extrem bequem an. Sind super elastisch hier. Aber die sind zu klein. Weil hier alleine schon, hier ist schon mein Fuß, der ragt hier rüber. Die sind zu schmal und das Problem ist hier, ich bin direkt hier dran quasi. Also wirklich nicht mal einen halben Zentimeter. Das heißt, wenn ich mich nach vorne bewege, stelle ich da ran. Und die gab es halt nicht anders in der Größe. 44 gab es nicht. Das ist 43. Schade, schade. Geil sehen die aber aus, ne? Ich kann nichts machen. Es ist, wie es ist. Und ja, dann habe ich noch von Julia und Arne einen geilen Stringer bekommen. Auch aus Amerika, aber das Besondere ist dran, der ist original von Venice Beach. Hier sieht man Venice Beach, California. Hat so einen dicken Aufdruck, also einen dickeren. Auch ein dickeres Material als die man jetzt so aus Deutschland kennt. Die Jungs haben alle beim Sport abgesagt, mehr oder weniger, und deshalb mache ich, glaube ich, auch Rest Day heute. So, ich habe mir jetzt hier von dieser Hähnchenbrust jeweils 4 Scheiben draufgepackt, Tomaten, Zwiebeln, Ketchup, und zwar hier Tomaten, Ketchup, Stevia, ist nicht 100% Stevia, also Inhalt, aber weniger Zucker, und als Ersatz ist da halt Stevia als Süßungsmittel. Vollkorntoast. Wisst ihr eigentlich soweit, die Leute, die schauen, ich esse eigentlich kein Brot. Das ist 58% Weizenvollkorn, aber ich wollte es heute mit diesem geilen Grill probieren. Er wärmt gerade auf. Toast. Okay. Drücken. Easy. Wärmt auf. Das bedeutet, er ist gerade mit quasi dabei. Ich bin gerade hier noch am Üben, habe hier noch die Anleitung mit. Der piept, wenn er quasi fertig ist, dann kommt der ganze Spaß nur noch rein. Käse kommt hier rüber. Und ja, Schablettenkäse natürlich auch in Light. Und dann kommt das Ganze in der Gerät. So, mal schauen, ob ich lebensmüde bin oder ob es funktioniert. So, drauf getan. Jetzt gleich gecheckt, umgeschaltet auf blau, was auch immer das heißt. Das heißt Garbeginn. So, der Gerät hat gepiept. Stunde der Wahrheit. Oh mein Gott, Leute, was sagt ihr? Ey, das sieht doch
brutal aus. Das hat richtig geile Rillen. Wie so ein fucking Grill-Sandwich. Geil. Geil! So. Geschmackstest, geil oder geil? Man weiß es nicht. Probier es aus. Sieht das Gewicht in Ordnung? Ne, schlecht, ne? Aber man sieht es. Oh, ich bin besser. Ja, schmeckt so, wie es schmecken soll, ne? Wie ein Sandwich. So geil. Oh, ich glaube, ich mache mir den ganzen Abend nur noch diese Dinger. Ich benutze nichts anderes mehr. Ich brauche keine Pfannen mehr abwaschen. Juhu. Geil. So, Runde 2 steht an. Und zwar Hähnchen. Hähnchen, gleiches Spiel wie das Ding wärmt auf und dann mache ich mir hier mal so ein paniertes Hähnchen. Hähnchen Minutenschnitzel Arizona. Ja, von der Panade her nicht das Beste. Ist aber einmal so rum. Von den Werten voll in Ordnung. So, kann man nichts sagen. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen stört, sind die Zutaten. Es gab da etwas extremeres Hähnchen. Also das ist 90% Hähnchenbrust. Rapsöl, Speisesalz, Gewürze, Zucker, Palmfett, natürlich Aromen, Gewürzextrakt. Da gab es ein anderes Hähnchen. Das war vollgeballert mit Stabilisatoren etc. Und davon abgesehen, das Hähnchen ja sowieso, also das, was bei uns halt im Umlauf ist, eigentlich auf der ganzen Welt vollgestopft mit anderen schlechten Dingen ist. Aber ich probiere da trotzdem vermehrt zu achten, dass in der Panade wirklich nicht zu viel Müll ist. Am besten natürlich für alle Panade. Ich meine in der Marinade. In der Marinade. Mariniert selber. Das ist am einfachsten, beziehungsweise es ist weniger am einfachsten, aber es ist vom gesundlichen Aspekt besser, Nährstoffaspekt besser und meistens schmeckt es auch besser, aber ich wollte es mir ein bisschen einfacher machen, weil ich heute einen entspannten machen wollte. Hab mir jetzt hier nochmal 200 Gramm Reis reingehauen. Baller mir gleich das Hähnchen, zeigt euch mal, wie das wird in dem Grill. Es sieht echt brutal geil aus, echt. Und dann gibt es da nochmal abschließend self-made Popcorn. So, der gute Grill hat gepiept. Das heißt, das Fleisch ist ready. Ihr seid live dabei. Oh shit. Sieht doch richtig geil aus, oder? Oh Mann. Und was geil ist, es klebt nichts drauf. Nichts. 400 Gramm Hähnchen passen locker drauf. Oh mein Gott, ich freue mich riesig. So, es gab zusätzlich noch ein bisschen Kräuterquark von Rewe, Light-Version, der hat auf 100 Gramm, glaube ich, 2,4 Gramm Fett, Basmati-Reis 200 und da noch erstmal die drei Steaks. Hau ich mir jetzt rein und dann werden Popcorn zubereitet. Plopp, 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 plopp. Das ist das geilste Geräusch. Plop, 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 plop. Geil. Und zudem die Popcorn auch noch extrem geile Werte haben. Wenn man hier mal raufschaut, haben die Fett 3,5, Kohlenhydrate 71 und Ballaststoffe 11 Gramm und 10 Gramm Protein. Das ist richtig geil. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Rewe, Standard, nichts Außergewöhnliches. Boah, jetzt rasten die aber richtig aus. Jetzt geht's hier los. Geil. Auf jeden Fall schließe ich so den heutigen Abend ab. Zieh mir jetzt noch einen Film rein, esse die Popcorn auf. Verabschiede mich erstmal vorerst. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es kein Training gab. Also quasi aus einem Standard-Bulk-Vlog ist ein Vlog, ein Full Day of Eating geworden. Mehr oder weniger. Ne, eigentlich habt ihr alles gesehen, was ich gegessen habe. Und
dabei bleibt es auch. Also die Popcorn sind wirklich die letzte Mahlzeit. Und ja, ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch dieser Teil gefallen hat, liked das Video. Wenn nicht, liked nicht. Beziehungsweise man gibt einen Daumen nach unten. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gerne noch sehen wollt. Wenn es euch gefällt, ja, schreibt auch gerne rein. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Barkvlog wieder. Jedenfalls sogar... Oh.